Premiere von Liebe stirbt nie, Phantom 2 rückt immer näher. Bis Mitte Oktober müssen nicht nur die Texte, sondern auch die historischen Kostüme der Darsteller sitzen. Heute begleiten wir das Phantom, Garda Thor Cortes und Rachel Ann Moore in der Rolle der Christine zum ersten Fitting. I've met Rachel once, when we had a long chat, and the chemistry that I found there was good. And usually you feel that relatively soon. And we got along really, really well. And we chatted about everything, the show and life in general. So I have no worries there. I think the chemistry is good between us. Ich erwarte, dass es wird so gut und schnell auf der Bühne zusammenklappen, also mit uns beide, weil wir haben schon eine Probe gehabt und ich weiß, dass ich kann ihm auf der Bühne vertrauen. She is very nice and bubbly and friendly. And I've heard her sing. I saw Phantom of the Opera the other day and I think it's going to be fun. Ich freue mich so sehr, mit ihm zu singen. Bei der Anprobe gibt Kostüme-Koordinator Reto Tuchschmidt Einblicke in seine Arbeit. Wie lange dauert es, bis alle Kostüme für Liebe stirbt nie Phantom 2 fertig sind? Und was ist das Besondere an diesem alten Handwerk? Wir haben jetzt eine Woche Zeit, um all diese 7, 12, 18, knapp 24 Leute anzuprobieren. Mit Sphinx sind wir dann bei 30 und da haben wir jetzt 5 Tage Zeit, die alle durchzuprobieren, dann zu entscheiden, was machen wir neu, was behalten wir, wie es auszusehen hat, Stoffe suchen und in 3 Wochen ist dann schon Liefertermin. Also jetzt sieht natürlich, jetzt gerade bei Phantom dem Gehrock, das sieht man immer schön, das ist immer mein Lieblingsbild, diese ganzen Stitchereien. Das ist einfach noch gute alte Herrenschneider-Verarbeitung, was man, glaube ich, in den Läden jetzt nicht mehr so sieht natürlich. Und das ist einfach noch gutes altes Handwerk. Da geht dann ja so viel Zeit rein, so viel Nerven auch, Energie und es ist einfach grandios, das dann im Licht auf der Bühne fertig zu sehen. Ja, es ist schon ein tolles Gefühl. Also es wird auch immer weniger Leute, die das so machen. Es, natürlich bei größeren Produktionen, ich glaube so gerade auf Schiffen oder so, arbeiten die viel mit Konfektion und das machen wir noch nicht. Das blaue Pfauenkleid von Christine umfasst die größte Stoffmenge von allen Outfits. Die vielen plissierten Rüschen sind rund 60 Meter lang und lassen Rachel Ann Moore wie eine Königin erscheinen. Garda Thor Cortes liebt Anzüge. Als Phantom trägt er lediglich ein Kostüm, einen Frack, der aus einem speziell für die Aufführung angefertigten Stoff maßgeschneidert wurde. I love suits. I wear suits a lot. And so this is obviously in that direction, so it's very comfortable. And the work that the costume department has done is quite phenomenal, because I literally just put the clothes on after one measurement and they fit. So that's very good. Man fühlt also die hohe Qualität und alles so präzise und vorbereitet und also ich fühle mich wie eine Königin in dieses Kleid. Die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern stimmt. Ab Mitte Oktober wird die besondere Liebesgeschichte von Christine und ihrem Phantom auf der Bühne des Hamburger Operettenhauses weitererzählt. Bis dahin zeigen wir exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Produktion von Liebe stirbt nie Phantom 2. Wir freuen uns drauf.